So, Leute, moin zusammen. Ich begrüße euch zu diesem neuen Video und ich habe mal wieder einige wirklich, wie soll ich sagen, gestörte News rausgesucht. Ich weiß nicht, wie man es genau bezeichnet. Schreibt es gerne in die Kommentare unten rein. Abonniert den Kanal an der Stelle, wenn ihr es nicht getan habt. Es geht im Fokus mal wieder um unsere Politik, die mich wirklich heute massivst aufgeregt hat. Und dementsprechend gehen wir auch direkt medias en res komplett direkt rein ins Thema. Also, es fing damit an, Christian Lindner hat ein Posting bei Twitter gemacht. Das äh, war am 13. Juli und das Ganze ist so ein bisschen weitergegangen. Und ich bin ja eigentlich öfter für die FDP und spreche mich dafür aus, dass ganz gute Äußerungen kommen. Leider sind es natürlich auch bei einem Christian Lindner oder auch generell der FDP, äh, FDP wirklich... Hohle Phrasen, die nie umgesetzt wurden, auch als sie dann vor ein paar Jahren noch in der Regierungsverantwortung mit drin waren und haben es einfach nicht hingekriegt, was zu ändern. So zum Beispiel angedacht, damals denke ich dran, dass man auf einem Bierdeckel seine Steuererklärung machen könnte. Eine der geilsten Ideen haben sie nicht durchgesetzt bekommen. Warum auch immer. So, also das Ganze hat angefangen am 13. Juli. Da hat Christian Lindner bei Twitter gepostet, die Hälfte des Jahres ist vorbei und doch arbeiten die Bürgerinnen und Bürger immer noch für den Staat. Erst ab dem 15. Juli bekommen die deutschen Steuerzahler auch das Geld, das sie verdienen. Eine Entlastung ist dringend notwendig. CL, also Initialen für Christian Lindner. Und ich hoffe, das ist euch allen im Klaren und bewusst, dass man wirklich über die Hälfte des Jahres arbeiten muss, um. Erstmal Steuern, Sozialabgaben und jegliche andere Kosten, die durch Einkommen, das generiert wird, versteuert wird, erstmal weg ist und danach wirtschaftet er erstmal in seine eigene Tasche. Aber in diesem Satz oder in dieser Äußerung von Christian Lindner steht meines Erachtens was ganz Wichtiges nicht drin. Es ist ja nicht danach vorbei. Es ist ja nicht so, dass wenn ich dann. Sagen wir mal, meine 1000 Euro hier Cash auf dem Tisch habe, dass ich für 1000 Euro auch wirklich 1000 Euro ausgeben kann. Nein, das ist nicht möglich. Weil wenn ich 1000 Euro ausgebe, ist da ja noch weitere Steuerbelastung drin. So zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Oder auch, wenn ich Benzin kaufe, eine Mineralölsteuer und andere Steuern und so weiter und so fort. Dementsprechend zahlen wir definitiv mehr als jetzt einfach nur diese 50%. Da gibt es verschiedene Statistiken zu. Klar, jemand, der jetzt viel Auto fährt, zahlt natürlich dementsprechend mehr. Je nachdem, jemand, der mehr einkauft, also mehr Konsumgüter kauft oder auch Lebensmittel kauft, äh, gibt natürlich mehr Geld aus und dementsprechend natürlich auch mehr Mehrwertsteuer, die anfällt und so weiter und so fort. Pi mal Daumen kann man sagen, man zahlt in Deutschland 70% Steuer. Punkt. Ganz einfach. Ne? Also einfach ist das nicht, für jeden sowas zu bezahlen. Es ist einfach eine Abzocke. sage ich ganz ehrlich. Wir gehen aber jetzt auf einen viel wichtigeren Post ein. Unser Alpha-Kevin, Kevin Kühnert, hat. Mal wieder eine absolut krasse Sozi-Aussage dazu betroffen, wie ich wirklich finde. Anders kann man das Ganze nicht bezeichnen als sozialistisch, was er nun mal ist mit seiner SPD. Zitat: Der ominöse Staat, für den ihr, ganz wichtiges Wort, ihr, das möchte ich gleich nochmal aufnehmen, ihr bislang alle gearbeitet habt, ist übrigens kein gemeiner Schutzgelderpresser, sondern das, sondern das sind wir alle. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich Schutzgelderpresse oder was bei Sie mache. Das ist das Geld für Kitas, Straßen, Feuerwehr und Klimaschutz. Das sind Rente, Arbeitslosen, Pflegeversicherung und Lindners Diät. Und da kommt für meinen Geschmack wirklich das Wasser predigen und Weinsaufen par excellence raus. Warum bin ich gerade auf dem Wort Ihr so drauf rumgeritten? Zählt er sich selbst nicht dazu? So kommt es für mich vor, ne? der immunistische Staat, für den ihr bislang alle gearbeitet habt. Gut, Christian Lindner, äh, sorry, ähm, Alpha Kevin, Schrägstrich Kevin Kühnert, seinen Lebenslauf kennen wir hoffentlich alle. Er hat, ich glaube, es war ein halbes oder ein Jahr irgendwo in einem Callcenter gearbeitet. Das ist mehr als viele andere Politiker, aber ansonsten hat er in der freien Wirtschaft nicht gearbeitet. Wovon er wirklich lebt, ähm, ist halt so eine Frage. Wird bestimmt irgendwie durch die Partei finanziert. Demnächst, wenn er dann irgendwann Abgeordneter oder Vorsitzender ist oder ähnliches, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er natürlich auch zu 100% komplett auf eine Diät läuft, also auf Steuerkosten, ganz klar, Steuerzahlerkosten, so ist es richtig. Ja, ähm, hier besonders diese. Vorgeschobenen Sachen wieder, dass man doch hier bezahlt in Deutschland für Kitas, für Straßen, für Feuerwehr. Sorry, fahr bei mir hier durchs Dorf, durch die Straßen. Die Straßen sind alle kaputt. Nach dem Winter wurde hier nichts gemacht. Es sind sich Schlag Schlaglöcher drin. Ich weiß nicht, wo mein Geld hingeht. Ich zahle verdammt viel Steuern. Ich verdiene auch gut. Das muss man ganz klar so sagen. Als selbstständig. Ich arbeite viel. Ich arbeite 365 Tage im Jahr. Aber nichtsdestotrotz zahle ich verdammt viel Steuern. Ich zahle definitiv zu viel Steuern. Warum werde ich als kleiner, Einstell einpersoniger Selbstständiger, der wirklich viel für sein Land hier macht, warum werde ich so krass besteuert und ein Apple kann hingehen und zahlt hier fast keine Steuern durch irgendwelche Schlupflö Schlupflöcher, die ich nicht nutzen kann. Das steht einfach in keinem Verhältnis, weil... Dieses Land hier basiert nicht auf Großkonzernen wie Apple und anderen, sondern dieses Land basiert auf kleinen und mittelständigen Unternehmen. Und auch Selbstständigen, ganz klar. Ne? Also das muss man wirklich so klipp und klar ausdrücken. Und da wird auch hier einfach nur wieder irgendein scheißträgerzeit auf Deutsch gesagt. Ne? Geld für Kitas. Ja. Gibt es ja offiziell mittlerweile diese Begründung, dass Kitas vorhanden sein müssen und alles? Ich habe eine kleine Tochter, für die wir jetzt einen Kitaplatz in den nächsten Jahren suchen. Ich kenne dieses Prinzip und was auf dem Papier schön aussieht, heißt nicht, dass es in der Praxis auch funktioniert. Das nur mal so nebenbei. Feuerwehr und Klimaschutz, ähm, ja, warum muss man jetzt auch noch hier richtig äh, Geld bezahlen für den Klimaschutz? Weiß ich auch nicht so ganz. Rente, ja, sorry, aber Alpha Kevin, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, geboren doch da 89, sogar noch jünger als ich. Der glaubt doch nicht allen Ernstes, dass ein normal äh, arbeitender Mensch, also nicht er, der irgendwann mal garantiert eine schöne ähm, Politikerpension bekommen wird, dass wir hier. In meinem Alter mit 36, 35 bin ich oder auch mit 25 noch eine Rente bekommen bin. Sorry, aber das ist sowas von abwegig, ich bezweifle das. So, und dann ging das Ganze weiter. Dann hatte Christian Lindner nämlich dieses Posting hier vom Kevin auch nochmal aufgerufen. Zitat: Leute wie Kevin Gühnert halten Staatsausgaben reflexhaft für sozialer als privaten, Privat, als den privates Netto. Auch falsch formuliert. Was ein Etatismus. Wer braucht Desaster wie Pkw-Maut und BER, Subventionen, Bürokratismus? Für Straßen, Polizei, Schulen und so weiter reicht ein Steuerzahlertag im Juni locker. Und das muss ich wirklich par excellence sagen, ist Nagel auf den Kopf getroffen von ähm, Christian Lindner hier an der Stelle. Es ist doch wirklich so: Pkw-Maut kostet uns. Mindestens hat sie schon gekostet über 50 Millionen. Gegebenenfalls werden noch andere Zahlungen, Strafzahlungen wegen ähm, nicht eingehaltener Verträge äh, auf äh, uns Steuerzahler zukommen, die wir bezahlen müssen. BER hat ein Vermögen gekostet. Ich habe jetzt gerade letztens noch einen Bericht gelesen, was die Elbphilharmonie in Hamburg gekostet, kosten sollte. Ich glaube, es waren irgendwie 60 oder 80 Millionen oder 70 Millionen. Und unterm Strich hat sie gekostet irgendwas über 800 Millionen. Äh, sorry. Äh? kann ich nicht so ganz nachvollziehen also über das zehnfache ja mit anderen leute geldern geht man halt immer ein bisschen lockerer um ne? subventionen bürokratismus ne? ich spreche mich ganz klar gegen diesen bürokratismus gegen dieses beamtentum einfach in deutschland aus warum brauchen wir ein spezielles zum beispiel wir hatten gerade in der letzten woche hier im video das thema danke auf jeden fall für euer feedback anscheinend sieht es sehr stark bei meinem Straßenverkehrsamt so aus, dass sie wirklich langsam arbeiten, dass es sehr lange dauert, dass man schwere Termine dort bekommt und so weiter und so fort. Warum braucht man das überhaupt? Das kann komplett veronlined werden. Ganz klar, ich spreche mich auch weiterhin dafür aus. Ich habe eure kritischen Kommentare gesehen. Ja, muss man gucken, ob die Sticker richtig geklebt werden und so weiter. Ja, so fucking what? Da legst du eine DIN A4-Seite mit Anleitung dabei. Klar kann da Schindluder betrieben werden, aber das machen auch genug andere Leute, die gehen raus nach dem Straßenverkehrsamt, nehmen Föhn oder Feuerzeug, machen das heiß und ziehen sich die Plakette ab. Ja, davor kannst du nie komplett was schützen. Das gibt es nicht in diesem Land. Das ist keine Möglichkeit. So muss man aber diesen ganzen Beamtenapparat, der so aufgeblasen und riesengroß geworden ist, wirklich definitiv abarbeiten und verkleinern, meiner Meinung nach. Ganz, ganz klar. Ja, so viel Lobhudeleien auf Christian Lindner, die ich jetzt hier ausgesprochen habe. Weil er er hat ja nichts Besonderes jetzt gemacht, irgendwie, dass er was gesagt hat, was nicht bekannt ist oder sonst was. Er hat nur ausgesprochen, was kein anderer Politiker sagt. Und das muss man ihm leider wirklich zugutehalten, dass das kein anderer macht. Das ist halt einfach zum Kotzen auf Deutsch gesagt. Sorry, wenn ich jetzt diese Wortwahl hier an den ähm, Tag lege. Nichtsdestotrotz muss ich aber gleich. Relativ streng mit ihm ins Gericht gehen. Er hat, gibt es jetzt wohl hier neu bei YouTube und auch irgendwie so bei Podcasts, ähm, bei Apple und so, wo die gelistet werden gibt es einen FDP-Podcast und da hat er sich unterhalten mit Li Luisa Neubauer. Man nennt sie auch Langstrecken-Luisa. Langstrecken-Luisa wird sie genannt, weil sie sehr, sehr schöne Reisen gemacht hat. Ist erst, ich weiß nicht, wie alt die Dame ist, 20, 25 würde ich sie schätzen in dem Bereich und war schon in verschiedensten Ländern. Ich habe jetzt parallel mal hier so ein paar Screenshots aufgesucht, weil sie hat ihre Instagram-Bilder mittlerweile davon gelöscht und sie war in kürzester Zeit in Hongkong, in Marokko, in China sehe ich jetzt hier ein Bild und so weiter und so fort. Also es sind zahlreiche Länder, die sie in kurzer Zeit besucht hat und sie spricht sich ja ganz klar für eine CO2-Steuer aus, sie spricht sich klar dafür aus, dass wir was ändern müssen an unserer Klimapolitik und so weiter und so fort. Wasser predigen, Wein saufen, ganz klar. Wenn man dann aber solche Langstreckenflüge macht und so weiter und so fort, weiß ich nicht, ob man diese Person wirklich vervollnehmen kann. Christian Linter hatte meines Erachtens die Möglichkeit, wirklich kritisch mit ihr ins Gericht zu gehen, wirklich kon konkret kritischen Konsens zu führen, hat das meiner Meinung nach nicht getan. In diesem Podcast oder schrägstrich auch Videodiskussion, wie man das auch immer nennt, wurde wirklich von ihm, meiner Auffassung nach, wie ich das empfunden habe, versucht, einen wirklich guten Konsens zu finden. Das ist ja auch in Ordnung, irgendwo sich auf eine Ebene zu finden und dann Gemeinsamkeiten auszubauen und darauf basierend irgendwo gemeinsam Politik zu machen. Klar, keine Frage. Aber man muss auch vorher erstmal gucken, ob man nicht ein bisschen kritisch mit dem anderen spricht. Weil wenn das bei der Person, mit der man diskutiert, noch nicht mal richtig angekommen ist, wie man sich zu verhalten hat, dann weiß ich gar nicht, ob dieser gemeinsame Konsens irgendwo auch nur Sinn macht. Und das fand ich wirklich sehr schade. Aber man muss es Lindner natürlich auch so lassen. Insofern, sorry, aber die FDP hat sie noch eine Daseinsberechtigung? Und das sage ich wo ich eigentlich FDP-Befürworter bin. Aber haben sie wirklich noch eine Daseinsberechtigung? Sie setzen sich meines Erachtens viel zu wenig einfach ab und sind auf politischer Ebene, besonders auf bundespolitischer Ebene, einfach nicht präsent genug. Das ist mein Empfinden. Aber schreibt eure Meinung jetzt gerne unten rein. Dann gibt es noch eine weitere Nachricht. Ich habe vor ein paar Tagen das Video hochgeladen, dass der TÜV ja ein Gutachten erstellt hat über die Messstationen in Deutschland. Und da war ich wirklich echt schockiert, dass ich gesagt habe, ja krass. Also, irgendwas stimmt dann wirklich irgendwie nicht so ganz. Oder andersrum, der TÜV hat wirklich bestätigt, dass da was eigentlich in Ordnung ist. Und ja, auf welcher Basis läuft denn das alles? Und so weiter und so fort. Und jetzt kommt ganz interessant raus, dass nämlich hier die FAZ schreibt: Zitat, das TÜV-Gutachten zu den Weststationen ist voller Lücken. Da frage ich mich direkt mal, wer hat diesen TÜV überhaupt beauftragt, dieses Gutachten zu erstellen? Warum wurde das gemacht und warum wurde das nur so halbherzig gemacht? Das ist doch ganz interessant. Wie sieht das Ganze konkret aus? Was ist hier an Lücken mit gemeint laut der FAZ? Und da zitiere ich jetzt Beispiel Mainz. In der Landeshauptstadt gibt es nur eine Messstation, an der der Stickoxid-Grenzwert überschritten wird. Sie hält die Abstandsvorgabe nicht ein. Darüber hat die äh, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung im vergangenen Herbst berichtet. Doch unter den 21 problematischen Messstationen in diesem Gutachten des TÜVs, die besonders betrachtet werden, taucht sie gar nicht auf. Ne? Also, wie soll man das jetzt ausdrücken? Das, das, was. Das ist es ja, was. Dann machen wir anders. Das ist es ja, was ich immer wieder sage, wenn ihr eine Statistik legt, überlegt immer, lest, überlegt immer, von wem ist die, wer hat die beauftragt und. Vielleicht ist auch nur irgendwie so eine Teilsequenz einfach rausgenommen worden, weil das ist ja genau das, was sich hier ähm, auch widerspiegelt, was ich sehe. 21 problematische Messstationen sind aufgeführt, aber die, wo es jetzt zum Vorteil oder zum Nachteil, wie auch immer man das auslegen möchte, für die Bevölkerung einfach so dargestellt wird oder aussieht. Da wird das Ganze jetzt natürlich wieder ad absurdum geführt, indem es gar nicht erst einfach auftaucht, einfach weggelassen wird. Dadurch ist die Statistik nicht falsch oder diese Auflistung. Aber die ist dann halt einfach gar nicht vorhanden. Ne, so heißt es weiter. Auf Seite 184 geben die Autoren des Gutachtens verschämt zu. Im März wurde sie umgebaut. Inzwischen hält sie den Mindestabstand zur Kreuzung ein. Es wird zu, ein Zufall sein, denn so kurze Zeiträume sind für Schadstoffmessungen nicht repräsentativ. Aber in den seither veröffentlichten Monatsberichten wurden für diese Station keine Überschreitungen des Grenzwerts mehr festgestellt. Ja, das ist es halt, was ich immer wieder vorhalte. Und euch auch ganz klar dazu aufrufe, passt auf, was ihr lest, passt auf, wo ihr es lest, von wem ihr lest und so weiter. Dementsprechend, Freunde, ein paar News für heute. Ich hoffe, die News haben euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.